ERM-Codes, Barcodes, GTN-Codes. Was sind diese Codes? Wofür sind die wichtig? Warum solltest du als Online-Händler diese Codes besitzen? Wo bekommst du diese Codes legal her? Und warum solltest du bei bestimmten Quellen diese Codes nicht kaufen? Das möchte ich dir alles in diesem Video erklären. Ich möchte ganz ausführlich fast auf alle Themen rund um das Thema ERM-Codes angehen. Wenn du ein Online-Händler bist und deine physischen Produkte online verkaufen möchtest, sei es jetzt auf Amazon, eBay oder über deinen eigenen Online-Shop. Was sind diese ERM-Codes, was sind diese Barcodes? Ich nehme nochmal eins zurück. Und ja, ich zeige dir mal hier ein Produkt, das ist ja hier, da siehst du ja das in der Kamera, das ist quasi dieser ERM-Code. Ja, das ist der Barcode, der 13-stellige Barcode. Und wo können wir überhaupt diesen Code kaufen, wofür brauchen wir das und was ist das überhaupt? Das ist im Endeffekt die erste Definition, was ist ein Barcode? Das ist der Fingerabdruck für ein Produkt. Ja, das heißt, jedes einzelne Produkt hat einen eigenen Barcode. Wenn ich zum Beispiel diese Flasche in der Farbe Blau habe, dann muss sie einen anderen Barcode haben. Das erste Produkt übrigens auf dem Markt, was einfach ein ERM-Code bekommen hat, war ja Kaugummi. Und damals hat man sich gefragt, Mensch, das kann doch nicht sein, dass man alle Produkte mit einem ERM-Code versieht. Mittlerweile ist das halt so. Und warum ist das gut? Weil zum Beispiel in einem Supermarkt oder egal in welchem Geschäft du bist, dann der Besitzer einfach das Produkt mit dem Preis sozusagen matchen kann, speichern kann in seinem System und es reicht, dass er das scannt und somit kann der Preis direkt erscheinen, so kann er auch direkt nachbestellen. Das heißt, dieses Produkt ist sehr, dieser Code ist sehr, sehr hilfreich, wenn es einfach um die ganzen Optimierungen, Prozessen, wie auch immer geht. Warum ist dieser Code zum Beispiel auch im Internet wichtig? Weil aufgrund von diesem ERM-Code kann natürlich das Produkt identifiziert werden. Das heißt, wir wissen genau, um welches Produkt es sich handelt. Wir schauen uns auch gerne die Rezensionen zum Produkt an. Wir können auch vielleicht die Preise vergleichen auf verschiedenen Webseiten, über Google Shopping oder andere Preisvergleiche. Das heißt, dieser Code ist wichtig. Jetzt ist die Frage, wo bekomme ich so einen Code her? Die Frage bekomme ich oft gestellt, macht es Sinn, solche Codes bei eBay einzukaufen? Ja? Und das ist eine Warnung an dich. Das ist eine Warnung an dich, irgendwelche dubiosen Methoden zu nutzen, um an die ERM-Codes zu kommen. Denn stell dir vor, was passiert denn am Ende? Du stellst dein Produkt bei Amazon ein mit diesem Code und du kannst nicht nachweisen, dass du diese ERM-Codes legal gekauft hast. Denn es gibt einen einzigen Anbieter auf der ganzen Welt und das ist die GS1. Ja? Das ist die GS1, wo du einfach deine Barcodes einkaufen kannst. Ja? Warum? Die haben ja die Lizenz sozusagen auf diese Barcodes und da kannst du einfach Barcodes kaufen. Was kosten diese Barcodes? In Deutschland gibt es mittlerweile ein günstigeres Paket, kostet 55 Euro jährlich für 10 ERNs. Wenn du weitere brauchst, dann musst du einfach noch weiter blättern. Leider sind das dann, glaube ich, bei 80 oder 89 Euro für 30 ERNs. Das musst du einfach dann anfragen. Eine günstigere Möglichkeit wäre, wenn du einfach in einem anderen europäischen Land die ERN-Codes kaufst, zum Beispiel wie in Holland, aber eher für größere Pakete, denn diese Preise bei kleineren Paketen sind mittlerweile einheitlich. Was mache ich mit diesem ERN-Code? Ich habe das jetzt bei GS1 gekauft. Warum brauche ich überhaupt das? Wo bekomme ich diesen Code her? Du bekommst natürlich nicht diesen Barcode, du bekommst einfach die Nummer. Ja? Das heißt, sie geben dir ein Zertifikat über deine Nummer. Mittlerweile geben die dir sogar die Excel-Liste mit deiner Nummer, damit du das nicht berechnen musst. Ja? Das heißt, du brauchst diese ganzen Berechnungen gar nicht. Und mit dieser Nummer, ERN, GTN, im Endeffekt ist das der gleiche Code. Das sind diese 13-stellige Nummer. Du brauchst auch nicht unbedingt zu wissen, was sie bedeuten. Das heißt, die ersten Ziffer sind, glaube ich, für das Land, dann Produkt, wie auch immer. Das weiß ich mal selber, muss ich ja schauen. Kannst du es mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was das bedeutet. Im Endeffekt ist das Wissen, mit dem du kein Geld verdienst, sondern du brauchst diese Codes,
um jetzt zu verkaufen. Ja, das heißt, was machen wir, wenn wir bei Amazon zum Beispiel oder irgendwie in einem Online-Shop ein Produkt anlegen müssen? Dann müssen wir den IAN-Code angeben. Das heißt, das ist die Nummer, die wir angeben, damit das Produkt identifiziert werden kann. Jetzt bekomme ich öfters die Frage gestellt auf verschiedenen Social Medien, ja, wenn ich 1000 Stück von diesem Produkt verkaufe, brauche ich 1000 IAN-Codes? Es ist einfach keine blöde Frage. Gut, man hat sich ja einfach erstmal mit dem Thema beschäftigt. Man kannte das Thema nicht. Im Endeffekt, egal ob du 50 Millionen, 500 Millionen von diesem Produkt verkaufst, du brauchst nur einen einzigen IAN-Code. Wenn du jetzt Klamotten verkaufst und Klamotten in zwei Größen, zwei Farben, dann musst du für jede Größe, jede Farbe einen anderen IAN-Code haben. Warum ist das so? Weil wenn du einfach die Ware zum Beispiel zum Lager von Amazon sendest, was du auch vielleicht vorhast, deswegen schaust du ja meine Videos hier rund um das Thema Amazon, dann möchte Amazon ganz genau wissen, um welches Produkt es sich handelt und dann scannen die das Produkt und tun die das zuordnen halt zu dem jeweiligen Angebot, was du bei Amazon gelistet hast. Jetzt gibt es noch ein anderer Begriff, was du wissen musst und das nennt sich FNSKU. Ja, was ist die FNSKU? Das heißt, wir haben jetzt das Produkt bei Amazon angelegt, wir haben jetzt die Beschreibung fertig, wir haben die Bilder fertig und jetzt können wir zum Beispiel die Labels für den Versand ausdrucken. Wir können einfach unserem Hersteller die Labels zukommen lassen oder wir können ja selbst die FNSKU ausdrucken. Was ist diese FNSKU? Das ist im Endeffekt in bestimmten Kategorien so, dass du nur mit einer gültigen FNSKU anliefern kannst. Das ist zum Beispiel in der Kategorie Schmuck, in der Kategorie Software, weil sehr viele Fälschungen einfach bei Amazon vielleicht eingeliefert worden sind in der Vergangenheit und Amazon möchte ganz genau wissen, welche Händler diese Produkte eingeliefert hat. Und anhand von dieser FNSKU kann Amazon natürlich zuordnen, dass dieser Stift zum Beispiel oder dass diese, ja was ist denn das, diese Lederpflege von mir stammt. Das heißt, ich muss tatsächlich in bestimmten Kategorien diese Produkte überkleben, diese IAN-Codes überkleben, dass Amazon ganz genau weiß, dass diese Produkte von mir stammen. Und jetzt nochmal zurück, ich hatte am Anfang erklärt, warum solltest du nicht auf eBay günstige IAN-Codes kaufen, warum ist das ganz gefährlich? Vor circa einem Jahr hat mich hier ein Händler angeschrieben und er hat mir ja seine Geschichte erzählt. Und was war seine Geschichte? Er hatte einen Gartenartikel verkauft, er hat das gestartet mit einem IAN-Code, was er irgendwo sogar in China gekauft hat, mit der Start 89, glaube ich, ist das, ich weiß es nicht ganz genau. Und ja, er hat dieses Produkt jetzt angefangen zu verkaufen auf Amazon, hat gemerkt, wie schnell das ging, hat Container nachbestellt und in der Zwischenzeit, wo er ausverkauft war und diesen Container nachbestellt hat, ist ein Chinese auf das Angebot gekommen, hat sich dran gehängt. Er hat fast alles falsch gemacht. Er hat seine Marke nicht eingetragen, er hat kein A-Plus gemacht und er hat einfach mit dem falschen IAN-Code gelistet. Aber er hatte schon, glaube ich, fast 80 Rezensionen auf dem Produkt. Und das hat fast 3-4 Monate gedauert, bis ich ihm helfen konnte, ja, hin und her mit der Kommunikation mit Amazon, dass Amazon dieses Produkt zurückgemacht hat. Das heißt, er hat fast die ganze Saison verpasst. Warum ist das so? Weil er konnte einfach nicht beweisen, dass dieses Produkt ihm gehörte. Und das war einfach ja, über ja, verschiedene Möglichkeiten nicht möglich, einfach zu beweisen, dass das ihm, dass ihm das Produkt gehört. Und wenn du aber mit dem IAN-Code, mit deinem eigenen IAN-Code listest, dann kann dir das nicht passieren. Warum kann dir das nicht passieren? Weil du einfach ein Zertifikat hast zu diesen IAN-Codes. Das heißt, du besitzt diese IAN-Codes und du kannst die auch mit deiner Marke, falls du eine Marke angemeldet hast, im Zusammenhang dann einfach bei Amazon einreichen und dann können sie auch deine Produktbeschreibung zurücksetzen, weil du einfach beweisen kannst, dass dieses Produkt dir gehört. Ja, das heißt, kaufe nicht bitte irgendwo günstige IAN-Codes einfach ein mit dem Sinne, ja hier das Geld hier zu sparen, denn am Ende geht es um viel Geld, was du einfach verlierst. Das ist der entgangene Gewinn, das ist der Umsatz und das ist vor allem einfach ja dein Invest oder das Geld, was du investiert hast in ein Produkt, in was du einfach nicht mehr verkaufen kannst, weil du einfach ja diesen großen Fehler gemacht hast. Ich hoffe, das Thema konnte dir weiterhelfen. Schreib mir gerne deine Fragen rund um das Thema Amazon und du hast die Möglichkeit,
an einem Gewinnspiel teilzunehmen, denn wir verlosen 30-minütiges Zoom-Gespräch mit mir persönlich. Das Einzige, was du tun musst, ist dafür einfach einen Kommentar hier unter dem Video zu schreiben. Du kannst schreiben IAN-Codes oder Amazon IAN-Barcodes oder wie auch immer, was dir gefällt. Oder deine Frage, den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und noch auf die Glocke zu klicken, damit du keine Videos mehr verpasst. Ich hoffe, das Video konnte dir weiterhelfen. Gerne weiterleiten an Freunde, Bekannte, denen dieses Video weiterhelfen kann. Und wir sehen uns im nächsten Video, dein Bukus Seid.